Hallo allerseits, hier ist wieder mal euer TTB zusammen mit TGN. Herzlich willkommen in meinem Let's Play Resident Evil 4 auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad. Teil Nummer 25. Yay! Schlitz! Ach ja, dieses Spiel. Wer steht denn da so rum? Gib mir Ruhe da unten, ich muss looten. Ja, eine Blendgranate und Sniper-Muni, da lacht das Herz von TTB. Was zum Hustensaft. Och nö, die schon wieder. Ich muss erstmal Amphoren zerdeppern. Wie immer, da ist nämlich Geld drin. So. Gibst du jetzt bald Ruhe, Ashley? Da unten liegt Leon, der ist noch nicht der Leon, der gute Louis, der ist, fängt auch mit L an, das ist ja total zum Wahnsinnig werden. Ah, Leon, Louis, Ladler, Lesker. Okay, den Wesker soll man lieber so aussprechen, wie er wirklich heißt. Und so dann noch sauer. Naja, der gute Louis, der liegt so ein bisschen am Boden hier. Das ist mir aber gerade wurpft. Und egal. Denn ich möchte gerne meinen State saven erstmal, bevor hier irgendwas Komisches passiert. So. Meine gute Louis, was liegst du hier so faul rum? Steh auf, Mann. So, Tag ist kurz. Schlafen kannst du auch, wenn du tot bist. Ach, Moment mal. So, okay. Ja, heul halt rum, ich befreie dich doch. Jetzt hör halt auf rum zum Schreien. Einfach kein Vertrauen, die Tante. Ist einfach grausam. Ach, jetzt auch noch meckern, oder was? Na gut, dann lass dich halt eben mit diesen freundlichen Kuttenträgern alleine. Die machen ganz hier keine komischen Sachen. Zum Beispiel Tentakelparty. Dumm, die dumm. Was zum Henker? Gibst du die wohl wieder her? Jo, da, ey. Leg sie nieder, hätte ich gesagt. Ja. Da kann ihm noch gerade der Kopf platzen, wenn so viel Mist. So. Dumm, die dumm. Irgendwas zombelt hier rum. Zombie. 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 Zack. Ja, super. Soll ich mir jetzt ins Bein schießen, oder was? Zack, zack, zack. Umba, 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 ums, ums, ums. Ups. Platsch. Jo. Gut, den hätte ich mal gesagt, ne? Das Inventar sagt, dass da Munition drin ist. Das ist natürlich super. Irgendwas fehlt hier noch, irgendwas Wichtiges. Ja, Ashley, gute Idee. Rüttel mal an der Türe. Geh mal da durch. Das wäre herzallerliebst. Noddel, noddel. Ja, wie wär's mit Eintreten? Och, nö. Da tritt jemand anders ein. Der rote Kuttenmensch. Und seine schwarzen Brüder. Ja. Ich schieße dir mal ein bisschen den Fuß. Was zum Henker? Ich glaube, ich spinne ein bisschen. So, du machst irgendwas mal eine Pause mit deinen Genossen. Ja, ist ja schon gut. Hör auf zu nerven. Gottverdammtes Genöle immer. Dummdi-dumm. Schießen den ein bisschen im Rücken. So. Schießen den nochmal kaputt. Ja, da kommst du schon wieder her. Ah, Jungs, ihr nervt mich langsam, aber sicher. Ich muss dem schon wieder am Fuß schießen. Na gut, na gut. Falls du bist, Ashley, extra für dich opfere ich Sniper-Muni. Zuerst einmal wirst du wohl stehen bleiben hier, du komischer Rennsinnig-Nicht. So, hier, zack. Volle Kanne in den Brustkorb. Ups, und sogar daneben. Was ist denn los? So, jetzt aber Pause für dich, Junge. Ja, sei friedlich. Guck, den schieße ich ins Knie, dann schieße ich ihm die Rübe weg. Ach doch nicht, der ist schon tot. Aber da zombie noch was rum. Ja, und tschüss. Ja, wir würden da gleich seinen Kopf verlieren. Mann, Junge. Da musst du einfach an der Sache dranbleiben. Toll, jetzt ist der Kopf auf Ashley gestürzt. Und Ashley hat einen Schlüssel. Na super. Ja, erzähl mir keine Geschichten, Ashley. Schwing deinen mageren Hintern durch die Türe. Aber zackig. Aha, ich habe mir gerade so einen wunderschönen Kaffee gemacht. So einen richtig guten, alten Kaffee der Marke Löffel bleibt beim Umrühren stecken. In diesem Sinne, Prost! Wow, ja, der Kaffee funktioniert. Ah. Mir fällt gerade was auf. Ich glaub's einfach nicht. Habt ihr es gerade gesehen? Tatsache. Tatsache, ich bin wirklich an einem gelben Kraut vorbeigelaufen.
Ich hab's geschafft, an dem gelben Grab vorbeizurennen. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. Ui. TTV, es ist langsam Zeit, mit dem Spielen aufzuhören. Du wirst alt. Zack, hier. Aber fuck, ich halte ihm jetzt einen Zombie ab. Große Rache. Ah, ups. Wenn ich Super Mario wäre, würde ich mir jetzt noch auf den Kopf rumhüpfen. Dreckiges, hässliches Zombie-Viech. Komm nur her. Komm nur her. Komm nur her. Wehrloses kleines Mädchen in der Ecke. Dumm die Dumm. Und ich habe eine Laterne mit Petroleum. Ja, Junge. Das brennt, was? Da brenne ich dir meins auf den Pelz hier. Perversling. So. Jo, dann, hole ich mir doch das Kraut hier. Und dann hätte ich gesagt. Tja. Ist hier noch was? Irgendwo? Irgendwas? Vielleicht? Zeugs und da? Nichts? Okay. Dann gehe ich kriechen. Oh, ein freundlicher Zombie. Sag mal, Junge. Soll ich dir mal ein Licht aufgehen lassen? Ja? Pass auf, da wirst du gleich Feuer und Flamme. Ja, die Tante ist heiß, was? Da gehst du weg wie eine warme Semmel. Dumm-di-dumm. Jo, da ist eine Lampe, da ist ein Zombie, da ist die Lampe, da ist der Zombie. Kombiniere Lampe mit Zombie. Und zwar genau jetzt. Klonk. Brenn in der Hölle, du dreckiges. Sonst wie was, Zombie-Viech. Und ich krieg Kohle dafür, Kohle ist immer gut. Gibt's hier noch irgendwo was zum Abstauben? Nein, hier vielleicht. Ja, hier könnte was sein. Ja, Moneten. Habt ihr auch immer eine Schatztruhe im Schrank? Also ich hab eine. Ja, eine von diesen tollen Anno 1404 Collector's Editions. Damals noch so mit Kompass und mit Mandelsamen und mit Karte und all möglichen Zeugs. Und das Ganze geliefert in einer Schatztruhe. Das war noch eine coole Collector's Edition. Nicht mehr so wie heutzutage, so DVD-Box, das war's. Ach ja. Apropos, würde mich einfach mal interessieren hier. Ich lese die ganzen Kommentare von euch. Habt ihr noch so alte Spielepackungen rumliegen? Also so richtig alt, wo noch wirklich was mitgeliefert wurde? Denkt da zum Beispiel an die Ultima-Serie, wo da mal eine Stoffkarte dabei war oder ein Anhänger oder sowas in der Richtung. Habt ihr sowas noch? Und wenn ja, was? Ah, schreibt das mal unter die Kommentare. Aber zackig. Und warum macht ihr das? Weil ich so sag. Ja, wenigstens das rote Kraut habe ich nicht vergessen. Oh Mann, ich könnte mich dafür in den Hintern beißen. Was natürlich ein bisschen komisch aussehen würde, aber hey. Ich könnte dafür ein Ashley's hinterm beißen. Ich meine, die hat ihn schließlich vergessen, das gelbe Kraut. Boah, das nervt. Wenn das gelbe Kraut am Ende fehlt zu vollen HP, dann werde ich aber pissig sein. Notiz des Butlers. So. Dass Senor Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Saddler seinen starken Glauben an die Los Illuminatus genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinem Ahn versiegelten Las Plagas zu befreien. Senor Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Senor Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Senor Salazar hat die Plaga in seinen Körper injiziert. Haben sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Der Plaga-Parasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hatte Sadio Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Joch, das ist doch mal jemand, der wirklich noch mit Eifer bei der Sache ist. Ja, der wirklich noch mit Ernst bei seinem Job ist. Bis zum bitteren Ende. In diesem Fall bis zum Zombie sein. Aber mal ganz ehrlich, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Lieber Genosse Butler, warum hast du nicht einfach die Magnum, ja, aus dem Schrank genommen und hast diesen komischen Zombie-Viechern einfach die Rübe weggepustet? Viel einfacher, stressfrei, löst Probleme, todsicher. Aber nein, stattdessen lassen wir lieber die untoten Zombie-Horden auf die Welt los. Hauptsache, man hat seinem Pflichtbewusstsein Genüge getan. Das ist doch einfach nachvollziehbar. Jeder von uns würde so handeln. Ja, und ich handle jetzt auch mal. Ich spiele Sokoban und schiebe eine Kiste durch die Gegend, denn dahinter ist der Knopf. So, hauen wir nochmal auf den Knopf drauf. Dann geht hier so ein komisches Ding hoch. Was ich nicht verstehe,
Hier sind so komische Säulen. Die Säulen sind ungefähr 40 cm auseinander, ja? Also da passt Ashley zweimal durch. Warum kraxelt die nicht einfach durch? Warum diese komischen Schalterrätsel mit 12 Milliarden Gittern? Und mal ganz ehrlich, sinnlos. Naja, egal. Dumm die dumm. Da. Funzelt was. Na, ich bin einfach irgendwie zu müde. Ich bin mittlerweile nur noch am Gähnen. Ich hoffe nur, dass der Kaffee irgendwo langsam was hier wirkt. Ja. Ich glaube, irgendwann bin ich dann mal im Krankenhaus und dann so einen auf. Herr Doktor, nehmen Sie das Koffein und schließen Sie es mir direkt an die Venen an. Na, ich glaube, ich muss noch zwei oder drei von diesen Tassen trinken, damit ich dann irgendwann langsam aber sicher mal aufwach. Und danach werde ich hyperaktiv sein und wahrscheinlich 20 Folgen Resident Evil drehen. Bis zum Ende durchzocken. Einfach aufnehmen bis zum bitteren Ende, bis der Arzt kommt. So, Tür auf, dunkler Gang. Ja, das ist doch super. Okay, hier gibt's nichts, das ist gut. Ah, eine Wand, es ist nur eine Wand. Gruselige Musik. Gibt's hier irgendwas Tolles? Ritterrüstungen. In rostigem Zustand. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal hier entlang. Dumm-di-dumm. Ein Raum. In geräumigem Zustand. Mit Ritterrüstungen. Mit Hellebarden. Und ein Tisch, auf dem sich viel befindet, nämlich gar nichts. Aber hier haben wir was. Ein Podest. Tja, dann wollen wir das mal zusammenbasteln hier, ne? Das ist die Salazar Family Crest. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, das Ding möchte gemütlich zusammengebastelt werden. Das Problem an der Sache ist nur, es ist eins dieser wunderbaren Schieberätsel, die einfach total nervig sein können. Aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt schaut es unten zumindest schon mal halbwegs sinnvoll aus. Jetzt das Ding muss nach oben, nach links. Ja, nein. Dumm, Wurstel. Jetzt haben wir das schon mal da links. Nee, ich will aber das in die Mitte kriegen. So hoch, okay. Ja, das rüber, das darüber, das darüber. Das da hoch, okay. Hey, schaut langsam sinnvoll aus. Ja, sehr schön. Nur das Mittelteil ist noch nicht wirklich da, wo es sein sollte, nämlich in der Mitte, verdammte Axt. Das hat aber richtig gar nichts gebracht. Das hoch, das zur. Nee. Das darüber, das darüber, das darüber, das hoch, weg damit, zack, zack. Habe ich schon mal mit, dass ich solche Rätsel hasse? Das klappt so nicht. Oder? Das hoch, das rüber, das. Nee. Ich mag das nicht. Obwohl, oben ist alles klar. Moment mal. Aha. Ein Teil fehlt noch. Ja, rate mal, welches Teil das ist. Richtig, das, was wir gerade eben eingesagt haben. Kalonk, Steintafel platziert. Tür geht auf. So lobe ich mir das. Dann gehen wir doch da mal rein. Guck. Jemand zu Hause? Niemand. Es rauchet, es staubet und es modert. Und da ist eine Kiste. Mit einem Goldarmreif. Den kann man an Ashley dran bauen. Vielleicht hat es dann mal mehr Hitpoints. Ein Schrank. Mit einem Spinell drin. Da werde ich ja reich von. Dann krapfen wir uns mal nochmal diese Familieninsigne der Salazars. Oh, Ringel rein. Wie schön. In Las Plagas, Alter. Dann soll ich das Ding wohl mitnehmen. Ah, das Schlangenornament, okay. Moment mal. Ich habe ja schon viel gesehen, aber das? Jetzt geht sogar schon die Hauseinrichtung auf mich los. Ich glaube, es hakt. Dumm die Dumm mal hier durch. Was zum Henker tust du denn da ausweichen? Oh mein Gott, wir haben das Höschen gesehen. Nein! Der guckt aber auch unfreundlich aus. Dodge! Aua! Sowas tut doch weh.
So, dann probieren wir das Ganze gleich nochmal. Dieses Mal hoffentlich mit etwas weniger Fail. Ja. Volle Kanne durch die Mitte. Lauf, lauf schneller. Ja, ihr bleibt da. Hier braucht ihr gar nicht umdrehen. Ich bin gar nicht mehr da. Ich putze hier nur Spinnenweben und so. Großes Schloss. Da geht's einfach nur ab. Oh, ausweichen. Hui, das war knapp. Weiter geht's. Um die Ecke. Nächste Ecke. Und Achtung, nächstes Ding. Dodge, dodge. Ja. Okay. Und jetzt renn. Renn schneller. So, die Türe hier auf. Oh, oh. Ah, ja, ja, nein. Hui. Das war knapp. So, jetzt aber weg hier, bevor die hässlichen Dinger kommen. Ab durch die Türe, zurück in den einen Raum, wo der Butlerbrief lag. Und dann drehen wir mal am Rad. Und zwar sprichwörtlich. Die Türe machen wir auf. Da drüben haben wir das Podest. Da basteln wir jetzt erstmal die Insignie rein. Ja, immer diese erschreckenden Kombinationsspielchen. So, und einmal Riegel rein, um die Ecke. Am Podium drehen und das bringt uns Sesam, öffne dich. Ja, in die Türe auf. So, hoch auf die Leiter. Die lange Leiter in die Freiheit. Ja, drüben gibt es noch Kohle. Nehme ich nochmal 3.500 Peseten knapp. Ja, die sack mal ein, die brauchen wir für Upgrades. Hier ums Eck. Und direkt nochmal ums Eck. Und ratet mal, was da kommt. Richtig, nochmal ein Eck. Und eine Türe. Tja. Und damit sind wir erfolgreich hier aus diesem Gebiet geflohen. Das ist doch schon mal was. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Tja, und da haben wir Kapitel 3-4 geschafft. Ich sehe uns dann im nächsten, nämlich 3-5. Danke fürs Zuschauen, wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und winke winke. Und natürlich kommt jetzt noch ein Outtake. Also, wir sehen uns. Tschüsschen.